dauerhafte Umverteilung. Zum Beispiel: Durch erhöhte Steuern und Abgaben für höhere Einkommen und Vergünstigungen solcher Art für niedrigere Einkommen soll das vorhandene Gesamtvermögen langsam und kontinuierlich von Reich zu Arm transferiert und ein Ausgleich geschaffen werden. Die höchsten Einkommen betrifft das nicht, da sie sich erstens freikaufen und zweitens ihre Gelder in Steueroasen deponieren. Aber selbst wenn es die mittleren oberen Einkommen betrifft, die keine Möglichkeit für Steueroasen haben, kommt eine beträchtliche Summe zusammen, die den unteren Einkommensschichten zufließen kann, sobald sich Regierung und Lobbyisten auf eine solche Regelung einigen konnten. Das bedeutet, dass einem größeren Teil der Bevölkerung dann mehr Geld zur Verfügung steht. Zunächst treten die gleichen Effekte auf wie bei der einmaligen Umverteilung. Händler erkennen, dass auch langfristig höhere Preise gezahlt werden können, was zu einem Preisanstieg und damit zu einer Inflation führt. Das wiederum erfordert eine Anpassung in der Höhe der verteilten Summe, womit eine Rückkopplung in Gang kommt. Real ist eine ähnliche in der Lohnpreisspirale bekannt, die logischerweise umstritten ist. In diesem Fall ist es eine Einkommenpreisspirale, welche die Inflation, also den Wertverfall des Geldes, vorantreibt. Mit dem Wertverfall des Geldes verfällt auch der Wert eines jeden monetär gemessenen Vermögens. Um diesen auszugleichen, müssen die Besitzenden zwangsläufig nach immer mehr Geld gieren, weil sie Angst haben, sonst zu verarmen. Dieser Umstand konnte auch ohne Umverteilung, aber durch andere Umstände in der Vergangenheit beobachtet werden. Eine Umverteilung würde diesen Effekt noch gewaltig verstärken. Eine Umverteilung mittels eines regelmäßigen Grundeinkommens, das durch die oberen Einkommens- und Vermögensschichten finanziert wird, hätte die gleichen Effekte. Realität: Eine Zuwendung an die unteren Einkommensschichten verursacht an irgendeiner Stelle einen Aufwand, der ausgeglichen werden muss. Je höher das Durchschnittseinkommen einer Gesellschaftsschicht, desto weniger wird jene diesen Aufwand mittragen wollen. Weil auch der Einfluss auf die Gesellschaftsführung mit der Höhe der Einkommensschicht steigt, ergibt sich damit, dass diese unteren Einkommensschichten ihre Zuwendungen eher selbst tragen, während die Einnahmen durch die Verkaufspreise im Handel mal mehr, mal weniger schnell den Konzernen und damit den monetär Vermögenden zufließen. Jedes erhöhte Einkommen in den unteren Einkommensschichten resultiert in höheren Preisen, auch wenn die Preiserhöhung nicht immer schlagartig und sofort geschieht. Doch wenn die Nachfrage ständig erhöht ist, werden auch die Anbieter versuchen, mehr Einnahmen pro Warenstück zu generieren. Kein Kaufmann wird eine Gelegenheit auslassen, die Gewinne zu erhöhen. Nicht in einer auf Konkurrenz beruhenden, geldbasierten Güterverteilung. Mehr Geld, mehr Gewinn eröffnet mehr Möglichkeiten und verspricht ein leichteres Leben. Eine erhöhte Nachfrage erhöht die Preise. Vielleicht sogar noch eher als eine Verknappung von Gütern. Können Kunden erhöhte Preise zahlen, bleiben sie oben und werden nur durch Konkurrenzdruck
gelegentlich vorübergehend gesenkt. Nur mangelnde Nachfrage kann die Preise dauerhaft senken, womit die Rendite für ein Gut in Frage gestellt wird. Das kann durch ein Überangebot, mangelndes Interesse oder eben auch durch einen Mangel an ausreichend Einkommen in Einkommensschichten geschehen, welche zahlenmäßig den größten Markt darstellen. Güter, die sich nicht rentieren, verschwinden bis auf wenige Ausnahmen vom Markt. Fazit: Wir können feststellen, dass absolut jede Umverteilung von reich nach arm, soweit sie je durchgeführt wird, ob einmalig, gelegentlich oder dauerhaft, die Reichen nur noch reicher macht und die Verhältnisse eher verstärkt, als sie zu mildern. Sie wirkt wie Wasser, das dem See entnommen und an der Quelle des speisenden Bachs wieder zugeführt wird. Was geschieht, ist klar. Je mehr Wasser oben zugeführt wird, desto schneller fließt das Wasser den Berg hinab in den See, und es reißt mit seiner erhöhten Strömung noch Uferteile mit sich. Wenn sich dieser Prozess derart beschleunigt, dass die Auswirkungen schon fast vor der Ursache eintreffen, wenn also das Wasser nicht mehr schnell genug geschöpft werden kann, dann treten Banken mit Kreditangeboten auf den Plan, welche zwar im ersten Moment Wasser zugeben, dann aber mehr zurückwollen als vorhanden ist und dieses dann in ihren eigenen See schütten, der aber mit dem großen See in Verbindung steht. Der Rest der Geschichte ist nicht mehr wirklich kompliziert. Irgendwann kontrollieren Banken und Konzerne das Wasser. Da nicht nur die kapitalistische, sondern die Geldlogik selbst kein Ende vorsieht, ist die Katastrophe nur eine Frage der Zeit. Ich hoffe, ich konnte Ihnen die Logik hinter den Vorgängen näher bringen und zeigen, dass eine Umverteilung die Besitzverhältnisse nicht ändert, sondern am Ende nur den Besitzenden dient. Das allerdings haben auch von den Besitzenden nur wenige verstanden.